Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's. Was war das? Da war was. Ich hab's gesehen, irgendwas Schwarzes. Okay, ich hab schon Halluzinationen. Ha, versteht ihr? Halluzination, weil ich Hallo sage. Oh Gott. Ein Bad Joke nach dem nächsten. Gut, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry fucking 4. Wir haben eine neue Sniper, wir haben eine neue Schrotflinte, wir haben eine neue, 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 neue. Oh, ups, scheiße. Egal. Wir verkaufen erstmal ganz viele Sachen. Und ich werde ab jetzt auch jeden Gegner mal looten. Das ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Ey, der zeigt immer noch 0% an. Was ist das für eine Scheiße? Egal. Bemalte Deko. Okay. Wir waren. Oh! Oh! Neue. Oh Gott. Neue Waffen. Die holen wir uns. Eine Pistole aus der Sowjetzeit mit abnehmbaren Schalldämpfer. Das ist cool. Sie ist klein und präzise und daher gut für heimliche Angriffe geeignet. Das ist perfekt. Die sieht auch sehr normal aus, sehr solide. Scheiß Skorpion, weg mit dem Müll. Ich mag die nicht, tut mir leid. Schalldämpfer kann rauf. Nachtsicht kann rauf. Erweitertes Magazin kann rauf. Ja, nice. Und noch eine schicke Tarnung. Oh, in Gold. Oh, machen wir die erstmal in Silber, komm. So. Was gibt's denn noch neu? Wir haben jetzt eine Sniper. Boah, wie hell das immer wird. Dieses Präzisionsgewehr mit Kammerverschluss ist bei Scharfschützen wegen seiner unerreichten Reichweite und Genauigkeit trotz der geringen Schussfrequenz sehr beliebt. Warum ist da Doppelpunkt? Das macht mir Angst. Egal, wir kaufen sie. Denn Sniper kann man immer gebrauchen. MG brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Bogen oder nicht? Ich glaube, Bogen brauchen wir erstmal auch nicht, weil. Naja, für die Bären. Und für die Jacks. Ich glaube, wir lassen sie mal noch, aber wir kaufen auf jeden Fall die ganzen Sachen schon mal. Schalldämpfer ist wichtig. High Power, irgendwas ist wichtig. Und erweitertes Magazin ist auch wichtig. Und die Farbe ist jetzt ehrlich gesagt noch unwichtig. Wir kaufen die ja eh nicht richtig. Die Schrotflinte habe ich noch nie benutzt. Und ich habe ja gesagt, ich werde mal jede Waffe zeigen. Was habe ich denn jetzt noch nicht gezeigt? Die RPG, ja, okay, gut. Das wird später noch kommen. Die einzigartige Waffe habe ich auch noch nicht gezeigt. Davon habe ich auch noch gar, eigentlich gar keine, außer die Sixer, die jetzt billiger ist, wie ihr seht. Und die 87 ist ja auch billiger. Okay, Munition habe ich voll gekauft durch durch meine Blödheit irgendwie so ein bisschen. Was könnte ich denn jetzt ändern? Ich könnte die MS-16 holen. Das letzte große amerikanische Sturmgewehr für Kriegseinsätze wurde während des Vietnamkriegs eingeführt. Dieses halbautomatische Sturmgewehr verfügt über ordentliche Präzision. Das ist gut. Ich mag Präzision. Und zwar sehr. Aber ich weiß nicht, durch was ich das austauschen soll. Ich probiere es mal damit, komm. Weg mit der Stormer, ja, mit dem Scheidämpfer. Ich weiß nicht, ja, komm. Wir haben genug Geld. Rotpunkt oder Reflex? Ich bin für Rotpunkt. Und erweitertes Magazin. Anbringen? Moment, was? Du kannst diese keine. Ach so. Okay. Oh, Farbe würde ich gerne die nehmen. Komm, machen wir mal. Gut, die Sniper zeige ich euch irgendwann mal zum Schluss und die Schrotflinte auch irgendwann mal. Die RPG sowieso. Gut. Wir sind ausgerüstet. Wir werden jetzt den nächsten Außenposten machen. Ich weiß nicht, ob da eine Sniper vielleicht. Oh, guckt euch die mal an. Nice. Geil. Coole Sache. Die Pistole sieht so aus. Ganz cool eigentlich. Ah, der Bogen. Ah, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt in den Außenposten. Ich nehme mal die Sniper mit. Sorry, dass jetzt hier 5 Minuten dafür draufgehen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Muss ich die nicht nochmal kaufen? Jawohl, Sniper mitgenommen. Mit Aufsatz. So, dann werden wir jetzt mal jeden Gegner wieder looten. Ah, jetzt haben wir eine schöne Sniper. Oh, what the fuck? Halt mal an! Wo wir gerade dabei sind, können wir ja mit dem hier schon mal anfangen.
Weil die geben ja natürlich auch sowas wie Ephirin-Tabletten und so ein Scheiß. Und die sind ja auch ein bisschen was wert. Eine kleine Schnapsflasche. Und hier sind ja auch noch Kisten. Ja, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier so einfach nehmen sollten. Ah, die ist zum Beispiel hier. Isolierband. Aber hier oben... Dann bin ich also verrückt. Interessant. Da ist die Kiste, ich sehe sie. Ich glaube, hier gab es einen Leiter. Jawohl, gab es auch. Oh, da ist noch ein Gegner. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Sniper, Sniper, Sniper. Shit. Shit. Das gibt's doch nicht. Okay, geht doch. Okay, ich bin echt schlecht im Snipern. Aber das müsstet ihr auch mittlerweile wissen aus Black Ops 3. Maxi-Binde, jawohl. Brauchen wir unbedingt. So. Es gibt Menschen in dieser Welt, die sehen, was getan werden muss und tun muss. Wer immer diesen Außenposten befreit hat, ist ein Held. Ich bin ein Held. Feiert mich. Ich frage mich, ob die uns hier mit dem Auto auch in Ruhe lassen. Ich glaube aber nicht. So. So, wir fahren jetzt einfach mal den Berg hoch. Der nächste Außenposten. Ihr wisst Bescheid. Sneaky, sneaky und so. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Brüder und Schwestern, oh Gott. Die Royal Army greift den Außenposten an. Och nee, jetzt habe ich keinen Bock auf den. Um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Kriegt Hilfe! Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kyrat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht so lange, ich mich zurückerinnern kann, unter Parkgangskontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Ha? Das ist so ein praktisches Wort. Es kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kyrat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerwünscht. Kacke ist unerwünscht. Ich wünschte, ich müsste nie kacken, um ehrlich zu sein. Ich meine, das Essen ist nicht gut für die Darmbewegung. Was ist noch unerwünscht? Mädels, die zu viel reden. Leute mit Mundgeruch. Leute, die den ganzen Tag über ihre Kinder reden. Ist mir doch egal. Ich meine... Ich finde Choto unerwünscht, besonders wenn er in der Kabine furzt und es nicht zugeht. Ich meine, komm schon, das sind doch nur wir beide. Gib's doch zu, Choto. Warum lügst du ständig? Okay, ich glaube, wir brauchen ein neues Wort für unerwünscht. Wir sollten es abkürzen und nur Unis sagen. Ja, Unis, weil das reimt sich auf Dummies und beides mag ich nicht. Ich mag keine dummen Dummies. Und ich mag erst recht keine Unis, also nennen wir sie Unis. Hey, da drüben kommt ein Uni, von dem sollten wir uns fernhalten. Hey, da drüben kommt so ein Dummi, von dem sollten wir uns auch fernhalten, denn beides ist so ungefähr dasselbe. So, und jetzt geht's weiter mit Musik. Oh mein, der Typ ist echt bescheuert. Aber lustig. Oh. Oh, die Musik hört sich schon nicht gut an. Ich glaube, ich bin schon... hier? Hier ist der Außenposten, echt? Ach du Scheiße, ich hab einen Hund gehört. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Okay, da Landsitz, da hinten sind schon welche. Ach du Scheiße. Wo bin ich hier? Oh Gott, das sind noch mehr. Oh nein, ich kenne den Dings noch. Ich kenne den Außenposten noch. Und es ist gut, dass wir schweren Takedown haben. Denn den werden wir bestimmt brauchen. Och, na toll. Oh nein. Aber wisst ihr was? Tötet mich, komm. Hier. Dann seht ihr auch mal den Dicken. Der ist da, glaube ich, oder?
komm, tötet mich, komm. Ah, da ist er ja, guck mal. Ist er nicht süß? Nee. Ich mach das lieber auf die ruhige Art. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich jetzt sieht. Ja, egal. Puh, müssen wir halt nochmal machen. Kann man nicht ändern. Aber ich werde erstmal ganz kurz einen Cut machen. Bis sofort. So. Da war der Dicke. Da war der Dicke. Der dicke Fette. Okay, der kann doch hier eigentlich weg, oder? Ich weiß nicht. Kann der weg? Okay, der kann weg. Moment, ich halte den mal. Komm, komm, komm. So. Ah, hat eine schöne Rückwärtsrolle gemacht. Das ist echt toll. Ich habe diesen Außenposten noch nie unentdeckt geschafft, muss ich mal dazu sagen. Das ist aber auch wirklich sau, sau schwer. Wenn ich das jetzt schaffen sollte, dann ist das die Macht der Aufnahme. Okay, Moment. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Was machen wir? Die da hinten nerven, das ist doof. Okay. Den könnten wir so einfach wegschießen, aber... Da merkt der andere wieder was. Okay, die bewegen sich. Die da hinten bewegen sich nicht. Das ist scheiße. So, den haben wir jetzt auch schon mal markiert. Keine Nachlässigkeiten mehr. Komm mit. Scheiße. Oh nein, sag mir jetzt nicht, der hat den gesehen. Seht euch um. Irgendwas stimmt hier nicht. Haltet die Augen offen. Mehr Tote! Scheiße, scheiße. Das gibt's doch nicht. Du bist schon tot. Du weißt es nur noch nicht. Oh Mann, ey. Nein! Du Penner. Shit. Na toll. Okay, gut. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Na geil. Wir kommen aus Westen. Aus Westen. Na super. Ganz toll. Na, egal. Ich habe ja schon mal gesagt, den habe ich noch nie geschafft, den Außenposten.
shit. Okay, habe ich es geschafft? Nein, noch nicht ganz. So. Scheiße. Na toll. Das ist jetzt doof. Naja, okay, was müssen wir machen? Oh, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den Dicken ja eigentlich untersuchen. Nein, 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 gib mir meine Waffe. Danke. Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, wie sehr Depleur und Hagan sich ärgern werden, auch noch was verloren zu haben. Es ist schön zu wissen, dass man tatsächlich etwas ändern kann. Ich glaube, ich mache das normal gleich. Ich versuche es jedenfalls normal. Ich komme nicht mit den Gedanken klar, dass ich das jetzt hier sogar noch mit Alarm geschafft habe. Also, mit Alarm ist ja nun wirklich echt... Naja... Ganz schön schlecht. Das will ich ändern. Oh, hier ist ja noch einer, stimmt ja. Ah, den haben wir ja schon automatisch, genau. Hier ist noch irgendwo eine Kiste. Warte mal, ist sie hier? Ah, da ist sie ja, guck mal. Altes Geld. Okay, Moment. Versuchen wir es nochmal. Oder? Ich loote erstmal nochmal alle. Hier ist es nämlich. Oh Gott. Oh. So leicht. Der macht Gymnastik. Oder der betet ein bisschen schief irgendwie. Na komm, gib her. Komm. Ach, dann nicht. Okay, gut. Probieren wir es nochmal. So. Ich hasse es, etwas unvollständig zu haben. Naja, lad du nur nach. Ich möchte aber meine Pistole. Gut, okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir... Wir sind... Ah, wir sind hier. Okay, das ist jetzt doof. Der steht da hinten. Komm, du bist jetzt weg. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Der dürfte jetzt nicht gesehen werden eigentlich. Ich hoffe es mal. So, der da hinten. Der ist beschissen, der Typ. So, der macht da schön seine Runden, das ist egal. Okay, der hat mich fast gesehen. Das ist dann nicht so egal. Der Boss hat gesagt, wir müssen schneller machen. Du weißt ja, wie er ist. Okay, der Typ, der geht mir so ein bisschen auf die Eier. Da ist der andere. Wir müssen den freilassen, unbedingt. Irgendwie müssen wir den freilassen. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Und wenn der ganze Part jetzt damit verbracht wird, dass wir hier... Oh, scheiße. Oh.
Okay, ich gehe jetzt mal hier runter. Ich gehe jetzt mal ganz schnell hier runter. Jetzt sind die nämlich aufgeteilt. Das ist sehr, sehr gut. In ihrer aufgeteilten Position kann ich sie viel leichter auseinanderpicken. Der da zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich noch nicht entdeckt. Das bedeutet, man kann es ja noch schaffen, auch wenn man nur snipert. Oh, nein, das ist kein Snipern. Das ist kein Snipern. Das muss alles schneller gehen, sonst wird der Flöhe hart durchgreifen. Ah, der da hinten. Scheiße. Oh Gott. Ihr müsst alle die Augen offen halten. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Haltet die Augen offen, Leute. Naja, haltet ihr nur die Augen offen. Oh, der da hinten ist so schön alleine gerade. Vor allem so ein Takedown, so ein schwerer Takedown, der bringt richtig viel XP. Ich glaube 200 bis 300. Das wäre... Was? Oh. Das wäre richtig gut, wenn wir den schaffen würden. Jetzt ist er da hinten so ganz alleine. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Nein, du sollst die Sniper nehmen. Okay, das wird so nichts. Wer war das? Ich finde dich. Ja. Was? Okay, Moment. Ich weiß, dass du noch da bist. Er ist tot. Ich finde ihn. Versteck dich ruhig. Du zögerst es nur. Scheiße. Okay, ich bin da. Okay, scheiße. Seht euch um! Ich will wissen, ob da draußen was ist. Passt auf! Vielleicht sind es mehrere Jungs. Der ist weg. Aufpassen. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Okay, Moment. Oh, ich habe so schwitzige Hände gerade. Boah, den will ich so gerne takedown, ey. Den dicken. Vor allem die Animation haben wir auch noch nicht gesehen. Die ist sehr, sehr gut. Ich mag sie. Das ist dein Fehler, Kumpel. Du bist alleine. Das ist dein verdammter Fehler. Okay. Der läuft hier ganz normal lang. Der bleibt da hinten stehen. Dann hole ich mir den doch hier. Warum eigentlich nicht? Ja, komm. Komm, bitte. Schneller. Jetzt. Oh, jawoll. 400. Ah, ich fühle mich gut. Ah, der ist hinter einer Mauer. Den können wir uns eigentlich auch so holen. Das ist nämlich, glaube ich, der letzte. Und danach mache ich einen Cut und dann kommen die letzten... Keine Ahnung, ich glaube 5 bis 6 Minuten... Ja, wir haben den ganzen Part hier nur an dem Außenposten verbracht, aber wie gesagt, ich hasse es, wenn ich was unvollständig habe. Komm schon, du kannst das. Wer kann was? Bam! Zack! Ey, das war unentdeckt. Komm schon. Lädt er gerade echt nach. Normale Kills, bla bla bla.
Entdeckt? Nein, ich war also unentdeckt. Das heißt, ich habe es geschafft. Oh, schön. Da werde ich jetzt mal ganz kurz einen Cut machen. Und dann, ja, gucken wir nach, was wir sonst machen können. Gut, bis sofort. Ja, okay, gut, das haben wir jetzt nicht verstanden, aber naja. Okay, ich brauche Munition. Ich habe sie nicht alle gelootet, das war ein bisschen blöd. Aber ich kann das verkaufen. Und ich hole mir mal jetzt wieder den Bogen. Wegen... Na, ihr wisst schon. Wegen den ganzen Jagden und so. Eine neue Farbe vielleicht? Ah, ich weiß nicht, nee. Na wohl. Ach komm, scheiß drauf. Er muss sterben und für seine Taten in die Hölle schmoren. Das wird ja noch früh genug. Ich gucke jetzt mal kurz, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Und wir wollen ja Bären jagen gehen. Aber erstmal holen wir uns den Ort. Und dann können wir meinetwegen Bären jagen gehen. Auto zur Stelle. Wir werden echt lange noch in dem Spiel sitzen. Ich merke das schon. So, ich meine eine kleine Abkürzung durch den Wald. Die Musik, ey. Richtig fröhlich, als wenn hier gar nichts wäre. Oh, Höhle. Und einen verlorenen Brief, den wir natürlich dann lesen werden. Ja, Lungs Fäulnis. Obwohl, wir sollten die Briefe vielleicht auch lesen, wenn wir die alle haben. Das macht dann mehr Sinn. Und da wir in Yalungs Körperteil sind... Oh, nee, doch nicht. Okay. Ärzte mit offenem Herzen, Tagesbericht. Bin auf eine besondere Pilzart gestoßen, die nur im Bereich der Brotfelder zu wachsen scheint. Vor allem in der Höhle südlich der Straßenkreuzung nach Chalyama. Das ist das Kloster, wo wir waren heute, im letzten Part. Den Dorfbewohnern zufolge benutzt ein Dami aus der Gegend sie für Hexenrituale. Die Analyse der chemischen Bestandteile ergab keine bekannten aktiven Inhaltsstoffe, abgesehen von einem leichten Halluzinogen, das euphorisierend wirkt, die motorischen Fähigkeiten einschränkt und gelegentlich Augenrötungen bewirkt. Okay. Ach so, ja. Abgesehen von euch. Ach so, ja klar, ist ja quasi nichts. Gut, wir sind aber nicht hier wegen diesem Zettel, sondern wegen dem Brief. Das ist ein feiner Unterschied. Die Kiste nehmen wir uns natürlich trotzdem mit, gibt wieder lustige Sachen. Eine Prepaid-Karte! Ja, die brauchen wir für unser Smartphone auf jeden Fall. So, hier ist der verlorene Brief. Und die sammeln wir alle und am Ende lese ich das mal vor. Damit das hintereinander wegläuft, sonst, ne? Müssen wir wieder was dazwischen lesen und das ist dann doof. 500 XP, wieder neue Punkte, da können wir jetzt auch gleich benutzen. Auch wenn der Kettentekton schon ziemlich cool wäre. Aber wir nehmen jetzt Heilspritze Level 2. Jetzt stellen wir nämlich 4 Felder. Das ist auch gut. Notoperation? Wenn du eine Heilspritze mehr hast, halte um langsam 2 Gesundheit. Ach so, wenn du keine Heilspritze mehr hast. Ah, das ist ja cool. Was ist das? Geschäftsabkommen. Ah, Sprengpfeile, Brandpfeile und so kaufen. Das ist cool. Das werden wir auch mal machen. Das hier brauchen wir noch nicht so wirklich. Das hier ist aber wichtig. Gut. Nice. Was werden wir denn jetzt machen? Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Da können wir eigentlich noch ein bisschen jagen gehen. Ist ja nicht wirklich weit weg. Ah, guck mal, hier können wir sogar noch oben. Das ist doch schön. Warte mal, können wir eine Jagdspritze herstellen? Das wäre ziemlich cool. Ah, wir brauchen blaue Blätter. Ah, blaue Blätter. Och nein, die gibt's nur am Wasser. Das ist jetzt doof. Das ist richtig scheiße. Das ist das letzte Vieh, was wir jagen müssen. Ah, nee. Nebelpader. Fälle. Brauchen wir ja auch noch. Und da, falls ihr das gerade wieder gehört habt, meine Freundin ist natürlich immer noch hier. Alter, hier geht die Party ab, ey. Aber ich glaube, für Bären brauchen wir keine. Was machen die denn da? Lagerfeuer? Hat der hier eine Ukulele? Nö, der Euer Topf, der... Oh, das muss so heiß sein. Ah.
Au, scheiße. Ja, wo wir gerade davon reden, ja. Hier muss es doch irgendwo in der Nähe... Och nein, Rothunde. Da oben ist ein Bär, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn aufgespürt. Ja, komm du nur, ey. Alter! Ah, Baum! Alter! Da war ein Jack! Da war ein Jack! Ich brauch den Bär! Ich brauch den Bär, komm! Da war auch ein Jack! Komm, bitte! Bitte! Nein! Scheiße hier, ey! Shit. Gibt's doch gar nicht. Oh, der ist tot. Oh! Der ist auch tot. Okay, krass. Jagdfell, Jagdfell. Jagdfell, Jagdfell. Ja, komm. Oh, hab ich die noch bekommen. Was wäre für Stress, hä? Nein! Okay, boah. Ich dachte echt schon, ich krieg meinen Jack nicht mehr. Gut. Dann war es das aber mit der Folge. Da werde ich jetzt noch was herstellen. Ganz, ganz schnell. Rothundfell. Oh, jetzt brauche ich 5 Königstigerfälle. Alter, ihr habt doch wohl den Arsch offen. Schneeleoparden. Oh Gott, nein, die sind so schwer zu bekommen. Oh nein, egal. Gut. Oh, wir brauchen noch 5 Bären. Ja, gut. Okay, dann ich nehme mal noch den Jack da mit. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Part von Let's Play Far Cry 4. Und dann werden wir noch ein paar Bären jagen, bis wir 5 haben. Was macht der da? Komm schon, jawohl. Gut, haut rein und... Oh Gott, das ist ein Jagd. Okay, ciao.